Schauen wir mal nach hier drüben weiter. Vielleicht ist ja noch irgendwas anderes für uns. Der hat doch bestimmt auch einen Safe, in den wir mal reinschauen können, oder? Steht er irgendwo hier? Mal die Bilder mit untersuchen. Vielleicht ist er dahinter versteckt. Könnte ja sein. Nee. Achso, was ist denn mit dem hier drüben? Hier habe ich ja noch gar nicht geschaut. Nee, das wollte ich gar nicht. Weiß ich, weiß ich. Achso, das hier drüben, das gehört damit zu dem, was wir von der anderen Seite aus untersuchen konnten. Okay. I don't think this is going to help us. Okay, wenn du das sagst. Dann schauen wir mal hier drüben weiter. Hier liegt noch mehr an Unterlagen rum. Aber die scheinen nicht von Interesse zu sein diesmal. Okay. Haben wir hier noch was? Nee. Ich dachte gerade schon, ich hätte die letzte Zeitung gefunden. So, aber hier ist auch nichts mehr. Hm. Hier geht's nur raus. Okay, wir gehen nochmal von drüben in den Raum rein. Von der Terrasse aus. Vielleicht haben wir ja hier draußen noch irgendwas. Ich meine, die Musik hört hier draußen nicht auf. Das heißt, es könnte sein, dass irgendwelche Fußabdrücke oder irgendwas hier mit sind. So, da kommen wir bloß in den Raum rein, okay. Irgendwas hier am Rande. Schauen wir mal. Hier sieht es saumäßig aus in dem Garten. Irgendwelche Fußabdrücke auf dem Boden oder irgendwas. Hier drüben vielleicht. Liegt zu viel Kram rum. Wer hat denn den gepflegt, den Garten? Das ist ja saumäßig. Nee, das sind alles keine Abdrücke, das sind nur Blätter. Hm. Hier. Hier ist doch. Nee, doch nicht. Das sind auch keine Abdrücke. Okay, dann suchen wir vielleicht doch noch im Haus weiter. Ja, steigt voll auf ihn drauf, genau. Finde ich gut. Ich weiß halt nicht, was könnte jetzt noch fehlen. Ich finde es halt, wie gesagt, interessant, ob wir irgendwo einen Safe finden könnten. Aber ich wüsste nicht, wo, ehrlich gesagt. Nein, die Kugel will ich nicht nochmal. Die ist okay. Die hattest du schon, Cole. Das ist gut. Ich wollte abseits davon. Nein, auch das wollte ich nicht nochmal anschauen. Da haben wir schließlich schon einen Blick reingeworfen. Ich weiß halt nicht, ob wir noch irgendwas mit dem Stadtplan oben anfangen können. Den haben wir bis jetzt noch nicht weiter bedient. Aber so ist er sinnlos. Also ich meine, das nützt ja nichts. Wenn er nichts anderes damit machen kann, dann bringt mir das auch nichts. Dazu noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Na gut, lassen wir das. Was haben wir denn noch? Irgendwas muss hier doch noch mit sein. Ich habe halt auch ansonsten... Ah, hier können wir noch reinschauen. Ach, das Morphium. Na sieh mal an. Da haben wir es wieder. Alles klar. Ich hoffe doch, das war jetzt das Letzte, was wir noch brauchten. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Immer noch nicht? Wow, hier gibt's echt viel, was wir entdecken müssen. Einige Stunden später. Fontaine was having the houses burned for Monroe. Oh nein, das war jetzt wirklich das, was ihr noch wolltet? Ihr wolltet hier echt, dass ich nochmal draufklicke? Meine Güte, ist es denn wahr? War's das denn jetzt wenigstens? Tatsächlich, ich werd verrückt. Jack was wrong. Und da suche ich ewig hier. It's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway.
and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing? Firewood. All of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? Doctor's dead. The role nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. Yoki Cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Na, das sieht mal einladend aus. Rancho Rincon untersuchen. Gut, jetzt wieder mit Jack unterwegs. Ich könnte mir vorstellen, Cole wird wohl auch gleich aufkreuzen. Schauen wir es uns an. Guess nobody's home. Dann geh ungefragt rein. Genau. Sieht entzückend aus hier. This guy's bring home a 45 or an M1. This is pretty extreme. Das ist ein Flammenwerfer? Du Schande. Was ist das denn? Selbst gebastelt? Na gut, wenn du meinst. Achso, konnte ich irgendwas an dem untersuchen? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Das Ding sieht wirklich selbst gebastelt aus, ne? Nee, kann ich nichts dran untersuchen, okay. Okay, was haben wir noch, ist die Frage. Das ist ja auch der, der die Origami-Dinger hinterlassen hat, ne? Die müssten wir ja theoretisch auch noch irgendwo finden. Sein Origami-Zimmerchen, in dem er tausende Kraniche hat hängen lassen. Die würde ich mir direkt mal behalten, ehrlich gesagt, wenn ich er wäre. Okay, können wir aber nichts dran untersuchen. Was ist das denn? Zigarettenschachtel? Sieht so aus, ne? Lass liegen. Ich war gerade der Meinung, es hätte von oben runter getropft, aber es kam mir wahrscheinlich bloß so vor. Okay. Ich bin mal gespannt, ob der Herr gleich nach Hause kommen wird. Oh, na sieh mal an. Das kennen wir doch, diese Ventile. Können wir aber nichts mitmachen. Oder ich bin zu blöd zu, das kann auch sein. Na gut, Jack wird das wahrscheinlich auch nicht so viel sagen, dieses Ventil. Aber ich glaube, wir können damit mit Bestimmtheit sagen, das ist der Richtige. Und da haben wir unser Origami-Zimmer. Da war jemand fleißig, auf jeden Fall. Meine Güte, der Mann hat echt nichts zu tun gehabt, glaube ich. I know those faces. Fotos von Jesus Okinawa. Christ, I know every one of them. Sag bloß, das war jemand aus eurer Truppe. Das wäre ja mal wieder ein Riesenzufall. Quite a flock you got here, kid. Was ist das denn? Los Angeles River Tunnel, okay? The river tunnels. This guy's a tunnel rat. Na, wenn du das sagst, dann sollten wir vielleicht mal dorthin. God. You poor backwards son of a bitch. Ah, erinnert er sich, wer das ist? Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north of the First Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. Wurstschirrevier, 20.30 Uhr. KGPL calling, Car 11K, 11 King, come in.
Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the LA River tunnel system with a hostage. 11K, Roger that. 3. The hell is Jack playing at? Like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for us. We need to get there first. All units on all frequencies, stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet fleet line. License number 4William0286. Car 86 Adam is in pursuit. I picked up his car. I'll need help to make it to the river. Na dann, hinterher. Los geht's. Ist unsere Sirene auch an oder sind das nur die von den anderen? Ist, glaube ich, auch egal. Okay, wir bleiben dran. Momentan ist ja alles in Ordnung. Hier, geh mal darüber. So. Wow, warte mal. Okay. Und wo kommen sie denn? Rechts. Oh Mann, hier ist was los. Okay, ich würde ja sehr gern selbst schießen, aber es geht ja nicht. Komm, wir holen uns mal den hier. Wunderbar. Auf einmal lassen sie sich auch ganz leicht abdrängen, ne? Komm, den holen wir uns. Aber wir kommen nicht näher, das ist das Problem. Okay, okay, okay. Alles gut. Die fahren auch in die falsche Richtung weiter. Passt doch. Ich mach mal die Sirene bei uns aus. Gut, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind sie los. Und wir sind da, glaube ich. Die Tunnel dürften vor uns liegen. Who is this guy? Peterson, Assistant DA. What's he doing? He's here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his failsafe exit. Cole. He's one of ours. Stop right where you are! Got it? Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? You're working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new groom, Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer? Okay, zumindest verschafft er uns Zeit. Whoa! Geht ja direkt los mit dem Kampf hier. Aber das ist nett, dass er uns direkt mit Thompson spendiert. So, der da hinten darf ruhig rausschauen. Ah, dort ist auch noch einer. Gut, dass es das Mündungsfeuer gibt.
Das verrät euch. So, dich sehe ich aber auch so. Ich glaube, man hat bloß eine bestimmte Reichweite, kann das sein? Irgendwann scheinen die Kugeln einfach wirkungslos zu sein. Ja, ja, ich bin schon dabei. Und wir nehmen die Thompson mit. Jetzt wird's lustig. Du darfst auch in die Deckung gehen. Danke. Nix da, mein Freund. Versuch's nochmal. Komm schon, trau dich. So. Das war's für dich. Ich bleib bei der Thompson, ist mir lieber. Was ist denn hier unten los, meine Güte? Komm schon. Bisschen mehr Courage. Weiter geht's. Müssen wir hier rein? Ich glaube schon, ne? Da hinten scheint Schluss zu sein. Okay. Flammenwerfer? Das klang gerade, als ob jemand mit einem Flammenwerfer hier rumhantiert. Okay, aber hier ist Schluss. Ist das einer von uns? Ich schieße einfach mal drauf. Kann nicht schaden. Okay, ich muss nach unten. Geht's hier durch das Loch weiter? Ah, okay. Alles klar. Oh, tiefe Brühe. So. Das war's für ihn. Mich würde mal interessieren, wie viel Muni ich noch habe. Alles klar, so viel dazu. Dann probieren wir es jetzt mal mit dem Gewehr, mit der Shotgun. Tja, leg dich niemals mit einem Kriegsveteranen an. Das kann ungesund ausgehen. Frag dich, wer der Tote ist. Aber du kannst mir direkt mal deine Thompson geben. Oder nein, BAR ist das, ne? Jedenfalls was Automatisches. Was haben wir denn hier? Ach, noch ein bisschen Muni, alles klar. Können wir uns nochmal die Waffe unserer Wahl nehmen und dann kann es losgehen. Okay, ich bleib bei der. So, hier hinten ist nix. Probieren wir es hier weiter. Du da! Keep on going, Jack. Komm schon. Ich brauche keine Deckung. Sobald du rauskommst, bist du tot. Oh, hallo! What the fuck? Was geht denn hier los? Wer veranstaltet denn das Grillfest hier drüben? Ist das unser Typ, den wir suchen? Ich glaube schon, oder? Okay. Oh, jetzt ist aber einiges los hier. So, holen wir uns mal die erst. Okay. Die habe ich. Jetzt der da unten. Komm schon. Gut. Komm schon. Alles klar. Echt schon wieder der? Gibt's ja gar nicht. Was ist das für eine Ecke? Achso, hier geht's runter. Alles klar, dann machen wir das doch auch. Hoi, hoi, hoi. Genau in dem Moment war die Waffe leer. Aber ich kann auch mit Pistole, so ist das nicht. Siehst du? Okay, ich hätte gerne eine neue automatische wieder. Ist das eine automatische? Was ist denn das? Oh ja, das ist dieses heftige Ding, ne? Das ist die, die so richtig laut ist und so richtig böse klingt. Genau, ich glaube schon. Ich glaube, mit der können wir ordentlich was an Verwüstung anrichten. Na komm. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Nicht so gut. Vermute ich. Ich hoffe, du kannst schwimmen.
Okay, das ist doch ein normales Gewehr. Ah, hier vorne ist der Weg, oder? So, Schnauze. Ja, ich glaube, wir sind da richtig. Da drüben ist eine Leiter, zu der müssen wir wahrscheinlich. Komm, Kessel, ein Stück schneller vielleicht. Es wäre cool, wenn du ein bisschen schneller dich wenigstens bewegen könntest. Ich weiß nicht, ob du unbedingt die Dreckbrühe an deine Wunde am Arm kriegen möchtest. Kann ich mir nicht allzu gesund vorstellen. Oh, 3 Stunden später. Okay, wir haben es geschafft.